Meine Damen, meine Herren, liebe Kinder, heute biete ich Ihnen ein unglaubliches Spektakel. Ich, Firngard, der Große und Mächtige, werde es mit Professor Dr. Werner Gitt, einer der Ikonen des Deutschen Reichs, wo es um Bildung geht, aufnehmen. Und, seien wir mal ehrlich, der Typ ist ein Professor. Ich glaube, der wird mir so dermaßen in den Arsch treten, dass ich nicht mehr gerade auslaufen kann. Also von daher, genießt das Spektakel. Ich werde mein Gehirn unheimlich anstrengen müssen heute. Hoffentlich wird es ein intellektuelleres Video als sonst. Okay, der Titel seiner These, also eigentlich ist es ein achtblättriges PDF-Ding, aber seiner These ist, was Darwin noch nicht wissen konnte. Ein bisschen seltsam, weil Theorien weiterentwickelt werden, auch nachdem der originelle Theoriemacher tot ist. Was ein Doktor und ein Professor eigentlich wissen müssten, aber wahrscheinlich ist das nur der Titel. Er weiß, dass Darwinismus oder Evolution oder wie auch immer ihr es nennen wollt, weiterentwickelt wurde. Hat bestimmt auch die nötigen Papiere gelesen. Also ab dafür. Also bevor ich mich heute zum kompletten Seppel mache, gehen wir vorsichtshalber erstmal die Definition von Mutation und Selektion, wie im Papier enthalten, vor. Immerhin sind das ja die treibenden Motoren hinter der Evolution, also ist das ja irgendwie wichtig, das zu wissen, oder? Mutation kann nur bereits vorhandene Erbinformationen verändern. Ohne bereits vorhandene DNS-Informationen kann die Evolution gar nicht erst starten. Die Mutation ist definitionsgemäß ein Zufallsmechanismus, ohne jegliche Zielvorgabe, sodass sie demzufolge prinzipiell keine neuen Konzepte, Klammer auf, zum Beispiel Organe erfinden, Klammer zu, hervorbringen kann. Herr Dr. Gitt, Sie wissen schon, dass zwar aus Zufall sehr selten was Interessantes entsteht, aber es kann was entstehen in den richtigen Parametern. Aber wahrscheinlich wird es mit Selektion erklären, weil, ja, er ist ein Professor, ganz bestimmt besser erklären als ich, also... Selektion bevorzugt überlebenstüchtigere Lebewesen und sorgt dafür, dass ihre Erbanlagen mit höherer Wahrscheinlichkeit weitergegeben werden. Durch Selektion wird aber nur bereits Vorhandenes aussortiert oder ausgemerzt. Es kann nichts verbessert werden oder neu entstehen. Oh fuck. Werner, du weißt, wie Worte funktionieren, oder? Ich frag das nicht, weil ich ein Arschloch bin, frag nur, weil bei Mutation sagst du, Mutation verändert zwar Sachen, sortiert aber nichts und ist darum scheiße, und Selektion sortiert zwar Sachen und verändert nichts und ist darum scheiße. Traditionell greifen Mutation und Selektion wie Zahnräder zusammen. Um das mal in einem Beispiel zu machen, sagen wir, eine Tierart entwickelt eine Mutation, durch die sie einen großen, dicken, fetten Pelz bekommt. Je nach der Umgebung wird anders selektiert. In der Sahara ist ein dicker, fetter Pelz eine nachteilhafte Mutation. Das heißt, die Tiere mit dickem, fettem Pelz werden wahrscheinlicher verrecken als die ohne Pelz und somit ihre Gene nicht wirklich weitergeben können. Während zum Beispiel am Nordpol ein dicker, fetter Pelz wegen der Kälte total cool ist. Das heißt, die Viecher mit dickem, fettem Pelz werden weniger wahrscheinlich erfrieren als die Viecher ohne Pelz und darum ihre Gene weitergeben. Du siehst, wie das funktioniert. Beides auf einmal, Werner, okay? Das ist so enttäuschend. Haben wir sonst noch irgendwas Blödes? Natürlich, die Entstehung des Lebens. Und, oh Wunder, oh Wunder, er redet über Miller und Pasteur. Okay, das ist etwas Wunderbares, damit ich mich korrigieren kann. Aber erstmal, Werner. Weißt du, warum Straßenprediger wie Pierre Vogel bei diesem Pasteur-Miller-Ding niemals die Daten rausgeben? Weil das Ganze ein wenig albern ist, wenn man rausfindet, dass Pasteur schon 60 Jahre tot war, wo er das Miller-Experiment losgelegt hat und somit zum Miller-Experiment absolut nichts sagen kann. Aber zur Korrektur meiner Fehler. Ich habe in den Pierre Vogel-Videos, in denen ich unheimlich besoffen war, behauptet, dass bei dem Pasteur-Experiment, dass bei dem Miller-Experiment Leben entstanden sei. Das stimmt so nicht. Es sind Proteine entstanden. Also die Bausteine des Lebens. Und das Miller-Experiment ist vollkommen wertlos, weil seine Angaben bzw. seine Ansichten über die Erdatmosphäre und die Ursuppe falsch waren. Das Experiment wurde später, wenn ich mich nicht irre, unter dem Namen Yuri-Experiment nochmal durchgeführt, mit verbesserten neuen Ansichten und oh Wunder, Wunder, es gab wieder Bausteine des Lebens. Das heißt nicht, dass es ein eindeutiger Beweis ist, dass das Leben einfach so entstanden sein muss. Es ist ein Konzeptbeweis. Es heißt, es ist vollkommen möglich, dass die Bausteine des Lebens ohne irgendeinen Eingriff entstehen können. Alle dabei? Okay. Für die von euch, die nicht wissen, was Pasteur gemacht hat, Pasteur hat die spontane Entstehung von Leben widerlegt. Also der Glaube, dass aus gammligem Fleisch Maden rauswachsen.
Das hat er in dem Sinne gemacht, dass er zwei Einmachgläser genommen hat, in beiden ein Stück Fleisch platziert hat und eins zugemacht hat. Und weil nur im offenen Maden aufgetaucht sind, war seine These, das Leben kommt von außerhalb durch seine Beobachtung von Fliegen, die ihre Eier ablegen, woraus dann die Raupen kommen, also beziehungsweise die Maden kommen, Raupen wäre jetzt falsch, und hat daraus dann geschlussfolgert, es gibt keine spontane Entstehung von Leben. Ich möchte einmal den Vergleich klar machen. Wir haben auf der einen Seite Entstehung von Bausteinen des Lebens und auf der anderen Seite spontane Entstehung von komplexen Lebewesen. Wir haben auf der einen Seite verschiedenste Chemikalien in verschiedensten Kolben und auf der anderen Seite zwei Stücke Fleisch in Einmachgläsern. Diese Experimente haben nichts miteinander zu tun. Gar nichts. Ich weiß nicht, das sind nur zwei Auszüge, aber dieser Typ ist ein Professor. Dieser Typ hat einen Doktortitel, der hat doziert. Das ist ein Ingenieur. Ich möchte noch einmal die Leistungen zusammenfassen, die aus diesen beiden kleinen Auszügen zu ersehen sind, okay? Dieser Typ ist zu blöd, einen fortlaufenden Text zu formulieren, wenn er nicht... Entschuldigung. Weil er nicht merkt, dass er sich selber widerspricht, okay? Dieser Typ ist so unheimlich dämlich, dass er die Todesdaten eines Typs hinschreibt und dann sagt, dass der dazu berechtigt ist, ein Experiment zu widerlegen, was 60 Jahre nach seinem Tod stattgefunden hat. Dieser Typ ist zu blöd, um Worte und Kalender zu benutzen und ist Professor. Es macht mir genug Angst, dass so ein Typ ein Auto fahren und wählen darf. Oh Gott. Ich glaube, wenn wir davon irgendwas mitnehmen können, dann, dass Dummheit keine Grenzen kennt. Habt Angst. Habt sehr viel Angst. Geht raus. Umarmt eure Nachbarn. Küsst eure Familie. Heiratet euren Hund. Versteckt euch mit der Shotgun im Keller! Die Hirnlosen kommen! Das Ende ist nah!